Und die war Gastgeber in dieser Partie der 26. Runde. Spielbestimmend sind die Gäste aus dem Linzer Zentralraum. Nach dem Erfolg in der Vorwoche gegen Allerheiligen strotzt die Mannschaft von Gerald Scheiblen auf voll Selbstvertrauen. Beim Abschluss herrscht aber noch Verbesserungsbedarf. Man erspielt sich Chance um Chance, am Ende werden sie aber alle vergeben, so wie hier von Edin Ibrahimovic in Minute 34. Union Gürten dagegen extrem harmlos. Selbst Freistöße verlaufen buchstäblich im Sande. Dann aber leisten die Florianer Schützenhilfe. So einen Versuch einer Kopfballrückgabe sieht man nicht alle Tage. Fellinger gräbt sich in Maulwurfmanier ein. Ocevan bedankt sich artig mit dem 1:0 in der 45. Minute. Der Spielverlauf damit auf den Kopf gestellt. Nach dem folgenden Anstoß vergehen gerade mal 43 Sekunden. Da scheppert es erneut im Tor der Sängerknaben. Neuerlich die Abwehr in der Rolle eines Schwimmvereins und Fabian Wimleitner kann die Situation nützen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte also die Vorentscheidung. 2:0 der Pausenstand im Innviertel. Ein Ergebnis, auf das vielleicht der eine oder andere gewettet hat. Möglich ist das ja. Wir bieten ja seit März 2015 Wetten bis in die unterste Klasse in Österreich an. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eben auch dem Zuschauer, dem normalen Zuschauer, nicht nur vom Profifußball in der ersten, zweiten Liga, sondern auch bis runter zu der letzten Klasse, die Möglichkeit zu bieten, auf deren Vereine zu setzen, zu wetten. Und wir möchten auch mit den Einnahmen, die wir daraus erzielen, den Amateurfußball etwas sponsern. Was sich Edwin Gürten schon bezahlt gemacht hat. Und die zweite Spielhälfte steht dann auch ganz im Zeichen der Hausherren. Gaben im ersten Durchgang die Sängerknaben den Ton an, spielt die Musi jetzt inviertlerisch. Weder Mühlbacher noch Ocevan können jedoch in dieser Szene den dritten Gürtner Treffer erzielen. Die Union St. Florian hat noch zwei Standardsituationen, um das Ergebnis zu korrigieren. Beide Male versucht sich Recep Bütici, einmal scheitert er an Torhüter Berger, dann an der Querlatte. Die drei Punkte bleiben im Endviertel. Ja, in der Halbzeit war ich eigentlich ein bisschen sprachlos, weil wir haben die erste Halbzeit, glaube ich, klar dominiert. Wir waren zwar jetzt nicht so hundertprozentig gefährlich vor dem Tor, aber es war eigentlich nie das Gefühl, dass wir das Spiel irgendwie verlieren könnten. Und dann haben wir durch zwei Blackouts das Spiel einfach hergeschenkt. Durch so einen blöden Fehler, ja, passiert. Und dann gleich, wie Sie gesagt haben, ein paar Sekunden später, das 2:0 und direkt vor der Pause, das hat uns komplett durcheinander gebracht, weil, wie gesagt, das Spiel haben wir eigentlich in der Hand gehabt. Ja, wir haben heute das Spiel gewonnen, ohne über 90 Minuten die bessere Mannschaft gewesen zu sein. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben sie erste Halbzeit sehr schwer dann, dass wir ins Spiel kommen. Haben aber dann durch die zwei Missverständnisse vor der Halbzeit mit dem 2:0 sind wir in die Pause gegangen und das hat uns dann doch die Sicherheit gegeben, dass wir die zweite Halbzeit dann eigentlich uns von der Leistung her gesteigert haben. Ja, wir haben ganz schwer ins Spiel reingekommen, sind nicht ins Spiel gekommen. Aber dann so ein Geschenk und das muss dann annehmen. Dann gleich das zweite drauf. Das ist vor der Halbzeit natürlich gut wert. Und das Spiel ist in der zweiten Halbzeit eigentlich, haben wir nie mehr in Gefahr gekommen. Das 3:0 hätten wir machen müssen, aber sonst passt, es war nicht gewonnen. Wichtiger Sieg.